Hallo Freunde! Ich kann mich ja eigentlich gar nicht so für Weihnachtsdekoration begeistern, aber für diese Fensterprojektion, die ihr jetzt gerade gesehen habt, also das ist natürlich wieder so ein Ding, ja, das gefällt mir. Ja, willkommen zum Türchen Nummer 13 unserer gemeinsamen Adventskalender-Aktion. Insgesamt sind 6 Kanäle am Start. Ihr findet die Links alle unten in der Videobeschreibung. Heute geht's weiter mit dem Teil 3 meiner Chaos-Room-Tour. So muss man es ja bezeichnen. Und wenn ihr denkt, im Teil 2 habt ihr schon Chaos gesehen, ja, ich kann euch beruhigen, das war noch längst nicht das Chaos, was eigentlich hier auf meinem Grundstück herrscht. Heute brauchen wir sogar dieses gute Stück, die Taschenlampe. Wir gehen heute in verwinkelte, verborgene Ecken. Die hat noch so gut wie gar keiner gesehen. Ihr auf jeden Fall nicht. Eigentlich darf man sie gar nicht zeigen, weil das sieht wirklich ganz schön schlimm aus. Aber ich muss gestehen, das ist noch so vom Kauf her. Also ich habe das halt noch nicht aufgeräumt. Und da hat sich halt über die Jahre vom Vorbesitzer einiges angesammelt. Und das muss halt irgendwann mal noch entsorgt werden. Ich sitze hier nicht umsonst, weil in der Roomtour geht es heute los am Wohnhaus. Baujahr 1856, und zwar der Ursprung von dem Wohnhaus, weil man hat das Ganze zweimal angebaut. Also ein ursprünglicher Bau gab es und dann hat man angebaut und dann hat man irgendwann nochmal angebaut. Warum das so ist, sage ich euch gleich. Jo, meine Baustelle da hinten. Vielleicht fragt sich auch der ein oder andere, was ist denn jetzt eigentlich mit deiner Baustelle? Machst du da auch mal weiter? Ja, ich habe da weiter gebaut, habe auch ein bisschen gefilmt, aber dann wieder aufgehört, weil ich wieder ein paar Aufträge erledigen musste. Und ja, ich habe auch gesagt, das ist jetzt Priorität 1. Stimmt auch, ist nach wie vor so ziemlich weit oben, also eigentlich Priorität 1. Aber ich muss halt auch irgendwie Geld verdienen nebenbei, um das Ganze hier stemmen zu können, weil das kostet ja alles eine Menge Geld. Und deswegen bin ich gezwungen, ab und zu arbeiten, Geld zu verdienen. Und das ist ja so ein Kostenfaktor. Da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, wem das interessiert mit diesem Wohnhaus, mit der Sanierung, was ich da alles schon gemacht habe. Ist ja schon ungefähr 30% saniert innen, alles komplett selbst gemacht. Da gibt es eine Menge Videos auf meinem Kanal. Schaut euch mal in der Playlist die Videos an, wenn es euch interessiert. Wir gehen jetzt hier unten rein. Das ist ja, wie ich es vorhin gesagt hatte, ein später angebauter Bereich. Also das hier, was ihr jetzt hier seht, ne? Und ja, das Wohnhaus an sich, das was ihr jetzt hier seht, ist auch später angebaut. Zeige ich euch am besten innen. So, hier geht es erstmal 1,5 Meter tiefer in die alte Schreinerwerkstatt. Hier gibt es zum Glück noch Licht. Jo, nutze ich jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr, außer hier Kisten, meine Wannen und so, die sind jetzt hier gelagert. Schaut mal diese tolle Bandsäge, ja? Über 100 Jahre alt, bis zuletzt habe ich hier aus Feuerholz gesägt und irgendwann hat sie angefangen zu qualmen und seitdem säge ich jetzt nicht mehr damit. Jetzt habe ich mir eine Wippsäge geholt. Hier gibt es auch noch eine alte Schreinermaschine und so weiter hier hinten. Da mache ich mal die Lampe noch mit an, damit ihr das besser sehen könnt. Ja, meine ersten Videos sind hier entstanden. Hier gibt es noch einen Heizungsraum. Wir gehen jetzt mal ganz zurück in den Ursprung. Also ich habe mir das ja auch nur erzählen lassen, weil mich gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Irgendwann 1800 und was weiß ich, hat man hier das erste Mal dieses Gebiet erschlossen. 1856 oder 54 hat man das Haus gebaut. Das war, glaube ich, mit eins der ersten Häuser hier in dieser Gegend. Und alles so nach da hinten, wo wir jetzt schon waren, die ganzen Bereiche mit den Werkstätten und das Ganze mit den Nebengelässen, das gab es natürlich noch nicht. Das war alles Feld. Denn der Ursprung war mal ein Bauernhof, so wie man das halt kennt von früher. Da hinten war alles Feld und die Leute, die hier gewohnt haben, die haben dann den ganzen Tag da hinten gebuddelt, Gemüse angebaut und sich selbst versorgt. Tierische Erzeugnisse gab es auch, das seht ihr dann gleich im zweiten Teil des Videos. Ja, und dann hat man halt irgendwann überlegt, wir müssen ja auch Geld verdienen. Und deswegen haben die hier in diesem Bereich, da mache ich gleich Licht an, angefangen Pferdekutschen zu produzieren. Also, das ist ja wirklich Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt. Denn, ihr müsst jetzt noch wissen, dieser Träger hier oben, das ist eigentlich die ursprüngliche Gebäudekante und alles, was nach da hinten geht, das gab es halt ursprünglich nicht. Das habe ich ja gesagt, das wurde angebaut und das Gebäude war eigentlich nur von da vorne, von dem Tor, ungefähr 6 Meter hierher, bis hierher. Und das war ein Raum hier unten, ich würde sagen 5 mal 5 Meter, mehr ist das nicht, 25 Quadratmeter. Und hier drin hat man angefangen, Pferdekutschen zu produzieren. Absolut unvorstellbar in der heutigen Zeit. Ich komme ja mit meiner Werkstatt da oben mit den 200 Quadratmetern nicht zurecht und die haben hier vorne mit 25 Quadratmetern angefangen. Jo, ihr kennt es ja von mir nicht anders. Ich mache mal die Lampe aus, ihr seht mich trotzdem.
Leider ist hier von diesen historischen Dingen kaum was zu sehen, weil ich halt gerade hier ganz viel wieder stehen habe, was hier eigentlich dann gar nicht stehen soll. Das kommt dann halt weg. Da hinten ist zum Beispiel das Baumaterial, das kommt dann alles da oben in die Wohnung rein. Und hier stehen dann die E-Bikes und ein paar Zubehörsachen von dem Verleihgeschäft, wovon ich euch im zweiten Teil erzählt hatte. Aber ein rustikales Stück gibt es hier vorne noch. Diese alte schöne Bohrmaschine, Standbohrmaschine, die funktioniert auch noch tadellos. Da habe ich am Anfang meine Stäbe, die Löcher gebohrt für die Heuhäuser, für die Stäbe, wo die da reinkommen. Das kann man machen, ist halt ein bisschen aufwendiger mit dieser alten Technik, aber es hat Spaß gemacht. Ja, was habe ich denn jetzt vor mit diesen Räumlichkeiten? Und zwar steht das ganz weit unten in meiner Prioritätenliste. Da, wo der Träger ist, wo die ursprüngliche Außenwand war, also hier so in diesem Bereich, werde ich eine Wand drunter setzen. Warum? Weil ich hier oben die Deckenbalken abstützen möchte. Das erfahrt ihr alles später in den Sanierungsvideos, wo es da oben um das Kinderzimmer geht. Das hat nämlich einen Hintergrund, warum ich das jetzt hier abstrebe. Und dann hier diesen Bereich. Achso, nee, wartet. Ich mache halt die Trennwand rein und dann kommt dahinter irgendwann mal sowas wie ein kleines Fitnessstudio für mich. Also ein kleiner Raum, wo ich mich halt sportlich betätigen kann. Das war so früher immer so eine Leidenschaft von mir. Irgendwann ist es eingeschlafen. Aber man wird ja nicht mal jünger und nicht mal fitter. Und deswegen muss ich das irgendwann mal wieder aufleben lassen. Und da habe ich mir überlegt, hier vorne in diesem Bereich könnte man perfekt sich eine Handelbank hinstellen und so. Das will ich da machen. Und ab dieser Trennwand, alles was dann in die Richtung geht, wird als Werkstatt, als Andenken so bleiben. Weil hier sind sehr viele alte Sachen. Richtig cool, wo man damals halt die Pferdekutschen produziert hat. Die alten Werkbänke und so, Zubehör, da gibt es so viel hier drin. Und die alten Maschinen, die hier jetzt in diesem Bereich stehen. Das will ich dann so lassen als Denkmal. Ja, das wird so ein kleines Museum, Privatmuseum. Beziehungsweise können dann auch die Leute, die interessiert sind, sich das hier anschauen. Und ich will das halt auf jeden Fall schön herrichten irgendwann mal. Also nicht großartig sanieren, sondern halt nur schön machen, dass man sich das hier anschauen kann. Das war's schon. So, Licht wieder ausmachen, Strom sparen. Wir gehen wieder raus. Ist das kalt hier draußen. Also Winter ist ja gar nicht so mein Fall. Deswegen kann ich mich wahrscheinlich auch nicht so für Weihnachten begeistern. Ich freue mich dann wieder, wenn es Frühling wird. Da hinten steht übrigens meine neue Wippsäge. Ich sage euch, das Ding ist Gold wert, gerade wenn man Feuerholz sägen muss. Ich verstehe überhaupt nicht, warum der Stefan das Ding verkaufen wollte oder verkauft hat an mich. Da gibt es ja so ein Zu-Besuchs-Video bei Stefan. Da habe ich das Ding geholt und gleich mal beim Stefan ein bisschen gefilmt. Ja, also Fakt ist, hier in diesem Bereich, das ist alles noch, keine Ahnung, 80 Jahre alt oder noch älter, als man das mal hier mit diesen alten Steinen gepflastert hat. Und das wuchert natürlich immer zu mit irgendwelchen Unkraut. Das muss ich dann halt so ein-, zweimal im Jahr rausrupfen. Hier hat mir sogar meine gute Mutti geholfen, weil ich es dieses Jahr noch nicht gemacht habe, einfach weil mir die Zeit fehlt. Da hinten, das muss ich immer wegschneiden. Und die Richtung, wenn wir jetzt hier weiterlaufen, sieht es nicht anders aus. Wir gehen jetzt in den Bereich mit dem gewissen Gruselfaktor. Ja, hier ist es halt von Natur aus gruselig. Also wenn hier jemand ist, gerade im Dunkeln, der hier noch nicht war, der gruselt sich wirklich. Könnt ihr mir glauben, alleine wenn man jetzt hier dieses Tor aufschiebt. So, mit bisschen Licht ist es gar nicht mehr so gruselig. Das ist der Eingangsbereich in meine Heuscheune. So, hier ist ein bisschen Pferdezubehör vom Pferdezaun. Hier liegt auch noch Material. Überall habe ich Material liegen. Hier ein paar alte Fenster. Und wenn man hier hochgeht, das ist gar nicht mal so ungefährlich. Ich bin nämlich hier schon ein paar Mal runtergeflogen. Da muss man höllisch aufpassen und an dieser Treppe hatte ich ja auch meinen Unfall, wo ich mir den Bänderriss am rechten Fußgelenk zugezogen habe. Ja, und was ist halt so auf dem Heuboden Schönes zu sehen? Ich würde sagen, kann man sich auch sparen. Heu und Stroh. Hier noch ganz, ganz altes Heu. Das lag schon da, als ich hier eingezogen bin. Und hier werde ich demnächst mal nach kleinen Krabbeltierchen suchen. Das wird ein weiteres Video auf meinem Kanal. Lasst euch überraschen. Ich sag nur so viel. Bücherskorpion. So, trauen wir uns mal wieder runter hier. Diese gefährliche Stufe. Vor allem, wenn da Stroh drauf liegt, dann ist es noch gefährlicher. Diese Scheune, weiß ich gar nicht, wie groß sie ist. Aber ich denke mal auch noch mal so, ja, so 8x12 Meter vielleicht Grundfläche. Und da habe ich eigentlich nicht so viel geplant. Zumindest mit dem Heuboden da oben. Aber hier in diesem Bereich, im Eingangsbereich, das wird richtig geil. Auch hier sind wieder die Leute, die meine Halloween-Videos geschaut haben, im Vorteil, weil ich hatte es da nämlich schon angesprochen. Ich habe das ja dieses Jahr im Oktober das erste Mal gemacht und ich werde nächstes Jahr und die Jahre darauf immer im Oktober so ein, zwei Wochen lang hier einen Halloween-Parcours aufbauen.
Das wird so Schritt für Schritt wachsen. Also es wird immer ein bisschen mehr dazukommen. Und wir sind nämlich jetzt in diesem Bereich, wo dieser Halloween-Parcours entstehen wird. Und zwar sind wir schon hier auf der Hälfte des Parcours ungefähr. Denn hier rein geht's nämlich dann. Und zwar hier drinnen, ich verrate es noch gar nicht so sehr, ja. Also hier wird es auf jeden Fall sehr gruselig. Die Spinnweben kann ich eigentlich schon mal lassen, weil so in die Art soll es dann auch gehen. Und dann gibt es hier hinten eine Tür und da geht es in einen weiteren Raum. Das ist eigentlich nur so ein Durchgangsraum. Und zwar ist das so ein Verbindungsraum in einen Raum, der sich hier vorne befindet. Also das ist richtig genial geeignet, um einen Gruselparcours aufzubauen. Zur Orientierung, das ist die Scheune und hier geht es dann jetzt weiter. Jetzt können wir die Taschenlampe wieder ausmachen. Hier ist eine Tür. Was ist da dahinter? Ja, eine Schweinebox. Hier drinnen waren mal Schweine. Und hier war sogar mal eine Kuh drin, habe ich mir sagen lassen. Es gab früher mal eine Kuh auf diesem Hof. Und die ist dann abends hier reingegangen, wurde hier drin gehalten. Das hier unten ist eingestürzt so ein bisschen, glaube ich. Weil ich habe das nämlich hier aufgegraben, weil hier Abwasserrohre verlegt werden sollen. Und bis hierher bin ich gekommen. Irgendwann muss ich in die Richtung weiter graben, damit ich dann halt Abwasserrohre hinten in meinem hinteren Bereich vom Grundstück habe. Denn der Gartenbungalow, der soll irgendwann mal auch nutzbar sein. Und zwar mit Toilette und Dusche, dass man da halt eigenständig wohnen kann als Übernachtungsmöglichkeit. Und dieser Raum hier, der wird ein Teil meines Gruselparcours. Ich werde jetzt noch keine Details verraten, genau wie hier im Hintergrund. Schaut euch mal das an. Hier ist auch noch so eine Schweinebox gewesen. Da steht jetzt auch verschiedenes Material drin, was halt hier noch so rumstand und auch von mir. Also hier drin wird auch etwas entstehen. Überall so kleine Räumlichkeiten, wo man halt gruselige Sachen reinmachen kann. Ja, und wenn man dann halt durch diese Heuscheune da hinten durchgeht, durch diesen Raum, den ich gesagt habe, der ist leider nicht beleuchtet. Ist auch schwierig, jetzt da durchzulaufen. Kommt man hier vorne in diesem Raum wieder raus. Das ist auch ein Holzlager gewesen. Da steht auch noch ganz viel Holz von früher. Das muss ich gestehen, habe ich mal angeschleppt, habe ich geschenkt bekommen. Das steht hier rum und hier sind noch so ein paar Prototypen-Bauteile, die halt irgendwann, keine Ahnung, keine Verwendung hatten. Und dann habe ich die halt hier reingelagert. Und hier sind noch so Bienenzeugs, Zubehör und das hier ist halt alles noch von dem ursprünglichen Vorgänger. Viele, viele Autoteile. Und da hinten ist die Tür, wo man rauskommt. Wenn man da reingeht, sind auch noch ganz viele Autoteile. Da könnte ich doch die Situation gleich mal nutzen und fragen, kennt sich zufällig jemand aus mit Daihatsu? Weil hier war mal ein Daihatsu Autohaus und die Werkstatt hat logischerweise Daihatsu Autos repariert. Und da sind noch ganz viele neuwertige Autoteile. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Irgendwann muss ich es mal rausholen. Vielleicht mal als Paket bei eBay anbieten oder vielleicht gibt es ja sowas wie einen Daihatsu Club und dann kann man das ja von mir aus bei mir hier abholen für einen kleinen Obolus. Freue ich mich natürlich. Wird alles wieder hier investiert. So, jetzt laufen wir hier wieder zurück in diesen Bereich. Da ist übrigens die Holzkohle für meine Terra Preda, habe ich da hingestellt. So, und hier grauenvoll. Also hier habe ich ja mal Abwasserrohre lang gebuddelt, da habe ich die Steine weggemacht und danach habe ich mich hier so gut wie nie aufgehalten und man sieht, hier wachsen ja schon richtig Bäume. Das muss ich natürlich alles irgendwann wegmachen und ordentlich pflastern. Denn hier von dieser Tür kommt man rein, wenn man zu diesem Gruselparcours da hinten laufen will. Und von da geht es dann wieder vorne in den Bereich, den ihr dann im Teil 4 sehen werdet. Wir sind nämlich jetzt hier schon am Ende des Teil 3 Roomtour-Bereiches. Natürlich fehlt noch das Türchen. Ja, hier ist es. Türchen Nummer 13. So, weil dieser, ja, was soll man dazu sagen, also vielleicht Nebengelass, das war auch mal ein Schweinestall. Aber hier ist leider, ja, das sieht wirklich aus wie im Schweinestall. Ah! Mein Herz, war ich jetzt erschrocken? Natürlich nicht, ich habe es ja selber da reingestellt, ich wusste ja, was mich erwartet. Ja, also das ist ein Schweinestall, wie man ganz schlecht erkennen kann, weil halt hier viele Sachen rumstehen. Das ist alles ziemlich Sondermüll, Glaswolle und keine Ahnung, Fässer mit irgendwelchem Zeug drin. Und das ist dann auch so ein Bereich meines Gruselparcours. Muss ich eigentlich gar nichts viel verändern, das kann alles so bleiben. Vorhin, als ich hier reingelaufen bin, bin ich übrigens mit dem Fuß hier eingebrochen, habe mich fast verletzt. Keine Ahnung, was da für ein Schacht ist. Ich leuchte mal da rein, aber viel sieht man da nicht. Das ist halt, wie gesagt, einfach nur eine Schweinebox gewesen. Und hier hinten auch nochmal. Und ich denke, hier kann man perfekt eine Location gestalten, die halt zu Halloween, ja, dann öffentlich zugänglich ist.
Und das ist ja jetzt die perfekte Überleitung, Halloween, zum neuen Preis bzw. Sponsor dieses Preises. Ich habe es mir extra hier auf den Zettel geschrieben, damit ich das nicht vergesse. Ja, das ist nämlich der super tolle Tom. Tom ist der Sponsor der heutigen Preise. Es sind nämlich mehrere Preise und Tom ist kein anderer als der Typ aus dem letzten Halloween-Videos, wo ich die ganzen Figuren bestellt habe. Ihr müsst euch das unbedingt anschauen, wenn ihr so ein bisschen Halloween-Fan seid. Ist auf jeden Fall richtig krass, was es über den Tom käuflich zu erwerben gibt. Ich meine, im Teil 4 seht ihr dann nochmal die Figuren, weil das befindet sich alles in dieser vordersten Halle, die dann im Teil 4 gezeigt wird. Ihr könnt da mal vorbeischauen unter www.screamstore.de. Da seht ihr so ungefähr, wie das hier in die Richtung gehen soll mit diesem Gruselkabinett oder Parcours, weil die meisten Sachen, die man dann hier sehen wird, die werde ich bei dem Tom über diesen Screamstore kaufen. Aber der Tom wäre ja nicht der Tom, wenn er nicht noch für den Weihnachtsbereich eine weitere Homepage hätte. Und das ist www.chriswardshop.de. Und von chriswardshop.de stammen die eigentlichen Produkte, die er mir für dieses Adventskalendertürchen-Gewinnspiel zur Verfügung gestellt hat. Denn hier dieses Gespenst, das war eigentlich, sollte verlost werden bei den Halloween-Videos. Aber die Gewinnerin hat sich bis heute nicht gemeldet. Tut mir ja leid, also falls du das Video jetzt siehst und dann halt feststellst, ich war ja der Gewinner, du kannst diesen Preis leider nicht mehr in Anspruch nehmen, denn ich habe vor, diesen Preis jetzt in diesem Türchen erneut zu verlosen. Also das ist Preis Nummer 1 und hier sind die Preise Nummer 2. Das sind drei verschiedene, ich würde sagen, Elch-Gefäße, wo man irgendwas reinfüllen kann von den Chris World Shop. Hier sind noch so kleinere Gefäße und hier ist noch so ein großer Topf, wo man Bohle oder so ähnliche Sachen reinmachen kann. Das ist das Türchen Nummer 13. Es lohnt sich auf jeden Fall mitzuspielen. Das Ganze hat einen Wert von, ich weiß es gar nicht so genau, aber locker über 50, 60, 70 Euro. Und wenn man es nicht selber gebrauchen kann, hat man hier auf jeden Fall ein cooles Weihnachtsgeschenk. Und dieses Gruselding da, das kann man auf jeden Fall zu Halloween immer irgendwo hinstellen. Wer mitspielen will, schreibt wie immer unten in die Kommentare Hashtag ich bin dabei, egal ob getrennt oder zusammen. Bitte nur einen Kommentar hinschreiben. Wer jetzt mehrere Kommentare reinschreibt in der Hoffnung, dass er eine größere Gewinnchance hat, wird in diesem Video disqualifiziert. Pro Kommentar einmal Hashtag ich bin dabei. Also nee, umgedreht. Pro Mitspieler einmal Hashtag ich bin dabei. Jo, das war's. Eine Information fehlt noch, klar. Morgen geht's weiter wieder beim Torge. Der Kanal heißt der Gartenfreund.tv. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Jörg.